Hallo ihr Lieben, ja, ich mache heute beim Essie-Check mit und zwar hat mich die liebe Diana, das ist das Rockstar-Bunny, hat mich getaggt und ja, ich verlinke ihren Kanal mal in die Infobox, dann könnt ihr euch die mal anschauen, wenn ihr die noch nicht kennt. Ist eine ganz nette Liebe. Auf jeden Fall hat sie mich getaggt und zwar geht es um den Essie-Tag. Ja, ich habe mir die Fragen hier mal ausgedruckt und das sind zwei Tags. Ich habe einmal den, wurde zweimal getaggt. Einmal Essie und einmal den Primark-Tag. Die drehe ich jetzt beide ab und dann habe ich mal meine Ruhe. Ich wurde auch getaggt beim Herbst-Tag und beim Winter-Tag, aber irgendwie mache ich die jetzt nicht mehr mit. Ich finde das, da sind so viele Weihnachtsfragen drin und, hallo, ne, ich hatte einfach keine Zeit, es tut mir leid. So, die erste Frage wäre, wie viele Essie-Lacke hast du und warum? Also, ich kann euch sagen, wie viele Essie-Nagellacke ich habe. Ich habe die nämlich alle mal rausgeholt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. 9 Stück. Also, ich habe nur 9 Essie-Nagellacke. Warum? Weil ich vor kurzem erst irgendwie, was heißt vor kurzem, zu meinem Geburtstag, habe ich meinen allerersten Essie-Nagellack bekommen. Das ist der Penny Chalk, den habe ich von der Anja geschenkt gekriegt. Und vorher habe ich immer gesagt, ich gebe keine 8 Euro für einen Nagellack aus. So, seitdem ich aber die Qualität von diesen Nagellacken kenne, gebe ich auch gerne mal die 8 Euro dafür aus. Sonst bin ich da wirklich sehr geizig, was Nagellacke angeht. Aber ich finde die Qualität sehr gut. Und dann, wenn mir eine Farbe wirklich richtig dolle gefällt, nicht so nach dem Motto so von P2 2 Euro, so ungefähr, dass ich denke, ach, nehme ich mit. So jetzt nicht. Also der muss mir wirklich richtig Bombe gefallen, dann würde ich ihn kaufen. Ansonsten sind mir die 8 Euro trotzdem zu viel. Auf jeden Fall habe ich, das ist der Grund, warum ich sie habe. Zweite Frage. Welcher Nagellack ist dein neuester und warum ist es ausgerechnet der? Mein neuester Essie. Das ist In Stitches. Und ich glaube, ich habe da so viel drüber gesprochen in dem Haul-Video, als ich ihn gekauft habe. Da muss ich jetzt nicht schon wieder drüber herfallen. Es ist einfach mein Ton gewesen oder ist immer noch für den Herbst und dieses Altrot, Weinrot, also Altweinrot mit ein bisschen Pink-Lila Gemisch. Ich finde den einfach toll und genau deswegen habe ich ihn mir geholt. Drittens, hast du auch Topcoats, Basecoats oder andere Zubehör von Essie? Nein, habe ich nicht. Viertens, welche sind deine drei liebsten Essie-Lacke und warum? Das ist einmal auf jeden Fall die beiden, die ich gerade schon gezeigt habe. Einmal In Stitches und Penny Talk, weil Penny Talk ist einfach total schön. Schaut mal, ich hoffe, man kann das erkennen, aber ich denke mal, ihr kennt den ja alle. Ne, das ist auch dieser LE gewesen. In Stitches, ne? Ist natürlich nichts, gerade bei diesem Licht. Und ich habe gerade zum Beispiel so ein Taubgrau drauf. Das ist der Chinchilli, aber welchen ich auch richtig cool finde, ist der hier, aber nur für den Sommer. Das ist Mint Candy Apple. Den kennt ihr bestimmt auch alle. Der ist wunderschön. Ich würde sagen, die drei sind meine Lieblingstöne, von denen, die ich habe zumindest. Hast du einen Lack im Auge, den du demnächst kaufen willst? Nein. Nö. Ich habe keinen Essie-Nagellack im Auge, oder? Nee, keine Ahnung. Also ich habe jetzt im Moment keinen im Auge, dass ich so sage, den muss ich haben. Das war bei In Stitches so, aber im Moment nicht. Welche Farbe oder welches Finish vermisst du bei Essie? Essie hat ja eine super heftige Farbauswahl. Aber nee, da vermisse ich nichts. Nee. Obwohl, ich weiß nicht, habt ihr da schon mal sowas gesehen? So diese ganz normalen Topcoats, so mit Glitzer drin? Haben die sowas? Weiß ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Sowas vielleicht, aber ansonsten finde ich das jetzt ganz okay. Das Sortiment, guckt euch mal an, was die für ein Sortiment haben. Vor allen Dingen, man muss ja nicht immer nur diesen DM-Aufsteller sehen. Man hat ja auch bei Douglas, bei sonst wo, hat man ja immer diese Essie-Aufsteller. Und das reicht eigentlich, wenn man es wirklich mal so durch den Kopf gehen lässt. Also ist schon okay. Ja, das war's. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Weiter geht's mit einem anderen Tag. Tschüss!
Ach so, und diejenigen, die ich tagge, findet ihr in der Infobox. Ciao!